Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Little Big Workshop. Es klingelt schon wieder das Telefon. Ich glaube, jede Folge startet mit dem Telefon. Als möglicher Lieferant bei Robotnik Incorporated registriert. Kennziffer A2573. Registrierung auf Rang 0. Erstes Angebot wird bald verschickt. Aufträge sind zu erfüllen. Wer ist denn er? Ein Roboter? In 4 Tagen? Ich soll einen Roboter produzieren? Okay. Na, das wird ja jetzt was. Der Fassbot. Wir probieren es einfach mal. Produziere dich aus Holz. Alles noch cool. Produziere dich an unseren Sägen. Ich schmelze dich hier ein. Die Montage übernimmt das hier. Dann machen wir irgendwelche Rollen. Ist das von oben nach unten? Nee, das ist doch, das ist mehr Roboter-like. Sind wir schon bei 19. Okay, machen wir das hier mal. Dann irgend so ein Biegeding. Wie kann ich das eigentlich rückgängig machen hier? Wie kann ich jetzt das Material ändern? Ah, hier. Sehr gut. Wir machen das mal aus Holz. Ein Roboter aus Holz. Hätte ich auch nicht geträumt, dass ich mal einen Roboter aus Holz herstelle. So, jetzt müssen wir das einzeln durchgehen. Ne? Sägen hatten wir da. Schmelzen hatten wir da. Schmelzen. Ich finde das irgendwie irritierend, oder ich habe noch nicht den Kenner gefunden, wie ich sehe, ob ich jedes Produkt praktisch geplant habe oder jeden Arbeitsschritt. Zack. Zack. So, hier sind wir, ne? Dann gibt es hier eine Gesamtmontage. Auch dort oben. So, jetzt wird's interessant. Wir sind bei Weitem über den Erwartungen. Bis auf bei der Roboter-Gedöns. Ach du Schande. Ach du Schande. Boah. Boah. Uah. Oh Gott. Gießen? Auch hier irgendwie? Biegen? Da oben irgendwie? Walzen? Oh Gott, es wird ja, ist ja ein fies komplexes Spiel geworden. Schweißen? Haben wir eine Schweißstation? Also man auch die da oben? Abu, 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 abu. Können wir da eventuell Maschinen, Schweißmaschinen? Wer schweißt denn hier? Du bei da, ja, du mich auch. Ja, ist das hier vorne das Schweißen? Das kann doch nicht sein. Doch, dir. Eine Schweißstation, die haben wir noch gar nicht. Jetzt haben wir eine. Ich glaube, von der Zufriedenheit müsste das auch passieren, ne? Ja, 11, sehr gut. Okay, Schweißen. Unsere neuen Schweißstation. Die Montage, auch da. Boah, ich glaube, ich brauche eine zweite Montagehalle. Das ist ja unfassbar aufwendig, das Ganze. So, Sägen da. Drehen. Oh. Oh. Da habe ich noch keine Schalthafel für. Die zweite Drehmaschine. Oder habe ich die einfach nicht verknüpft? Doch, hier ist eine. Ist ja gut. Jetzt sag mal hier. Verknüpfen mit Schalthafel. So, nochmal, wo waren wir denn? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Zack. Montage. Wieder da oben. Was ein Projekt. Ein Deckel. Eine Kamera. Doppelauge, nicht Doppelauge. Was haben wir denn zu viel?
Wir könnten auf jeden Fall von dem Look noch nach unten gehen. Das heißt, das wäre die hier. Ach du Kacke, das ist ja. Walzen. Jetzt müssen wir aber gleich. Ach, da unten. Pressen. Wähle das Materialtyp. Okay. Ist ja der Wahnsinn. Sind wir durch? Nee, irgendwas fehlt noch. Sind wir durch? Immer noch nicht. Ich habe keinen Überblick mehr. Ach du Schande. Wo fehlt's? Wieso kann ich noch nicht loslegen? Ich dreh durch. Seite des Geistes, was ist das für ein Plan? Ach du Güte. Ah, da vorne ist noch rot. Hier ist noch. Jetzt brauche ich wieder eine Maschine. Eine Roboter-Teststation. Für 8K mit minus 18. Oh. Hier. Hier passt die rein. Ich überlege nur gerade, wo ich die setze, aber ich glaube, hier ist gut. Oh, krass. 17 Tage dafür. Ja, das schaffen wir doch, oder? 17 Tage hat er doch verlangt, siehst du? 17 Tage. Okay, wir produzieren normalen Kram. Lass uns mal nicht Roboter bauen, das ist auch ein bisschen kompliziert. So, wie war denn das? Smiley, wir haben keine Produkte mit Smiley, oder was? Nee. Fortgeschrittene Produkte. Wie sieht es an der Schlittenproduktion aus? Der ist richtig hoch. Und eine Einheit, aber das bringt ja gar nichts, jetzt eine Einheit zu produzieren. Alter, Vater. Hier steigt der Preis. Oh komm, wir planen mal ein Bobbycar. So, wie will der denn haben? 22 Einheiten Bobbycar. Wir planen mal ein Bobbycar. Das können wir. Also. Das haben wir schon soweit. Können wir hier billiger werden? Können wir nicht. Da können wir auch nicht billiger werden. Da können wir auch nicht billiger werden. Jetzt bin ich mir nur unsicher, ob wir bei den Kunststoffpressen, da hatten wir, glaube ich, dann später was geändert. Wir hatten nämlich eine Himmel. Eine Station. Bin ich mir nicht sicher. Ich hatte am Anfang nämlich nur eine von diesen Dingern und die Aufschäummaschine. Schmelzen dort. Die Montage hat sich definitiv geändert, weil das haben wir ja mittlerweile auf vier Bänken. Zack. Das haben wir. Lackieren hat sich ja, glaube ich, nicht großartig geändert. Da haben wir nur eine Maschine, genau. Und die Endmontage hat sich definitiv geändert. Jo. Können wir da irgendwie noch was sparen? Geht nicht, gell? Ich glaube, wir sind hier. Mit Billo-Kunststoff haben wir schon alles eingesetzt. So, und der will 22 war das. 17 Tage brauchen wir dafür. Puh. 10.000 gewinnen.
Bevor wir die ganze Zeit hier leer fahren, ne, ist es wahrscheinlich besser. So, was haben wir denn hier im neuen Forschungsbaum? Metallproduktion. Die sind besser als grundlegende Maschinen, allerdings ziemlich teuer. Okay, ja, das kennen wir uns aus mit Geld. Wir haben 8 Forschungspunkte. Praktikumsprogramm. Ah, wird billiger, okay. Angestellten-Obergrenze erhöht. Holzproduktion erhöht. Plastikproduktion erhöht. Ah, da ist was Neues. Decke neue Wege. Oh. Massenproduktion, Bremen. Alter, was ist das für ein komplexes Spiel, oder? Wow. Premiumprodukt oder Massenproduktion? Boah. Aha. Großer Logistik und beides. Ich hab doch keine Ahnung. Reduziere Arbeitsstufenkosten um 25%, reduzierte Löhne um 50%. Wow. Okay. Müssen wir das jetzt schon machen? Arbeitsplatzausbildung. 40% erhöht. Da denke ich nicht drüber nach. Transport verschieben. Transporte verschieben, neue Fähigkeit, verschieben alle Anlieferungen um 24 Stunden mit einer Abklingzeit von 10 Tagen. Wieso sollte ich meine Anlieferung verschieben? Was? Alter, mir glüht gerade der Kopf. Marktmanipulation. Neue Fähigkeit, erfrische und erneuere alle Marktangebote. Aha. Praktikumsprogramm klingt interessant. Okay, ich heb mir mal die Punkte auf. So, hier Mitarbeiter, jo, Spezialisierung. Bei ihm sind wir auch bald vom Level. Okay. So, produziert mal schönes Bobbycar. 17 Tage dauert das. Aber das ist doch uneffektiv, oder? Ich mache jetzt 10.000 in 17 Tagen. Ich glaube, bis dahin reibt sich doch meine komplette Produktion auf. Ich glaube, ich brauche einfach Aufträge, die schneller einfach Dinge produzieren. Keine Ahnung, hier so Grills. Wie sieht's denn da aus? Nee, die Nachfrage sinkt und alles, das bringt's nicht. Ein Grammophon, da sinkt der Preis. Da war der Preis mal nach oben. Die Nachfrage steigt aber. Und was war das? Hier ist irgendwas dazugekommen. Aufgaben sind hinzugekommen. Also, der bisschen Roboter bauen kann, da sind ja... Wie sieht es mit Katapulten aus? Hier steigt der Preis. Aber die sind bestimmt groß, ne? 1600er Katapulte. Komm, wir planen mal so ein Produkt, während die im Hintergrund hier den Quatsch machen. Boah. Eins dauert 47 Stunden. Okay. Was habe ich gerade gesagt? Einfache Dinge, ne? Ist ja Wahnsinn, oder? Boah, was ein komplexes Spiel. Oh, Schaufeln. Komm, das kriege ich doch hin, oder? Das kriege ich auch nebenbei hin. Ich plane das Produkt Schaufel. Wir bauen jetzt eine Premium-Schaufel. Und da sind auch 28 gefragt. Ditte. Sägen. Da. Drehen. Dort. Metall können wir hell machen. Ist billiger. Das können wir da. Guck mal, 7 von 8, eine Punktlandung. Schmelzen. Und die Endmontage. Hier oben. Und wir produzieren 22. Moment, wenn ich hier oben 17 Tage brauche und das in 2 Tagen vom Markt verschwindet, das Bobbycar. This was the moment he knew. He fucked up.
Nee, es kann, dann muss das. War das 17? Hä? Oder waren das 17 Stunden? Also ich muss. Ich muss wirklich sagen, dieses Spiel ist mehr. Also das ist wohl das komplexeste und beste Spiel, was ich in den letzten Jahren so gesehen habe. Kann ich denn irgendwie Angebote anzeigen? Achso, ich kann auch zwischen. Ah, okay. Ich könnte jetzt auch erstmal 10 Bobbycars verkaufen dazwischen, ne? Wenn er, sagen wir mal, die Hälfte hat. Aber eigentlich gehen, also ich glaube, ich verkaufe die Schaufeln eher. Boah, aber was du für Fabrikanlagen brauchst, um diese komplexen Produkte wie die Roboter irgendwie herzustellen, ne? Ups, alte Taste. Hier noch sieht es auf dem Maschinenmarkt gut aus. Okay, ich verkaufe jetzt erstmal. Ich verkaufe schon mal einen Teil. Bevor hier der Markt dann leergefegt ist. Ich glaube, wir brauchen, was wir erhöhen müssen, ist hier diese Endproduktionshalle mit diesen Tischen. Dass die Produkte da besser, 7 Stunden. 5. 4. 3. Markt leer. Schade. Okay. Dann, ja, aufheben. Oder. So, wie lange ist denn unsere Folge? 18 Minuten. Ach du Schande. Wir haben mehrere Bobbycars, die wir jetzt verschrotten können. Ah, oh, nee. Was ein Gewusel. Ich kann den nicht verkaufen, ne? Weil es keinen Markt gibt dafür. Das heißt, ich produziere gerade Bobbycars, die gespendet werden können. Naja, gut. Na gut, also demnächst produzieren wir auf jeden Fall weniger viel. Ich werde mal hinten die Pressen hier. Und hier können wir auch mal nachreparieren. Das sieht doch. Ja, ist ja gut. Oh, jetzt klingt schon wieder das Telefon. Ich glaube, jede Folge endet hier mit Telefonklingeln. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.